beim Asi seine Set, Flow voll dabei. Er tat ein Dauerbell und geil Arsch dabei. Ihr Kreolen sind 10 cm groß und den Tanker schimmer durch die weißen Fischbrothos. Ihr Bauch nach Piercing ist silber und pink und sie schminkt sich so dick, dass sie nach Schmink gestinkt. Sie winkt statt zu essen und sie bullt statt zu poppen und sie gärt ihr in die Fress statt dich zu verkloppen. Nur noch 25 Zähne seit gestern Schlägerei. Ober sie war allein und die waren drei. Um 5 Uhr Samstagmorgen vorm Riverside sind schon teils letzte Worte. Zu viel, zu Streit. Dabei ohne Rommel, halb zu fest. Wer hier, Janet, die Faust in die Fresse presst. John Teil kollabiert der ganze Boden voller Zähne. Tja, wo gehobelt wird, hinter fallen Späne. Währenddessen im Trier Nordbeutelweg gärft der allererste Typ, der hier das Viertel blickt. Er trägt Wildlederslippers und Karottenhosen und sein Achsenscheiß ist voll versippt mit Pommessoßen. Er hatte nie einen Job und das findet er gut. Und mit dem Geld, das er spart und in den Brustmantel tut, kauft er eine Stange Zigaretten und literweise Bier plus 1 Liter Benzin und gärft durch sein Revier. Seine Zünder am CS, die ist ordentlich frisiert und sein fucking Fukuhila-Fett akkurat rasiert. Er fragt sich: Bongots, habt ihr noch nicht kapiert, dass Brustbeutel Sascha Trier Nordrevier? Ja, volles Rohr in Verteilerkreis, Forts wollen die Pedale, denn Sascha weiß, dass hier jeden Samstagmorgen um dieselbe Zeit die allerderbste Schlägerei der ganzen Woche steigt. Dann kommt er an, die Schlägerei ist längst gestiegen, da sieht er schon Teil vorm Riverside liegen. Er stemmt sie aus seinem Mofa, fährt sie ins Krankenhaus, doch keiner hat Versicherung, der Pförtner schmeißt sie raus. Oh no. Sascha tröstet, macht dir nichts draus, weil ohne Zähne sieht dein Fressler noch viel krasser aus. Schon die Schanta grinst romantisch. Wunderbar. Da lecken sie geil rum und weiß sind sie ein Paar. Da meint Chantal, jetzt geht es nur noch ein Problem, er schreit kein Lobby im Sack und mein Vermieter will was sehen. Deine Oma mal fällt auf den Franz. Oh no. Weil er wäre für mich ein Platz auf der Matratze frei. Er hat einen Bruder und eine Schwester, einen Onkel und eine Tante, zwei Opas, zwei Omas, Cousinen und Verwandte. Wohnen alle in der Wohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad. Und keiner geht mal hoch, denn für sie bezahlt der Staat. Bruder, Schwester, einen Onkel und eine Tante, zwei Omas, Cousinen und Verwandte. Wohnen alle in der Wohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad. Und keiner geht mal hoch, denn für sie bezahlt der Staat. Also 14 oder 15, Leute, völlig egal. Chantal wohnt beim Sascha ab dem nächsten Quartal. Und ist mal nicht zu fressen im Schrank, egal. Verkauft den Oregano als Gras im Park. Er hat einen Bruder und eine Schwester, einen Onkel und eine Tante, zwei Omas, Cousinen und Verwandte wohnen alle in der Wohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad. Und keiner geht mal hoch, denn für sie bezahlt der Staat. Bruder, Schwester, einen Onkel und eine Tante, zwei Omas, Cousinen und Verwandte wohnen alle in der Wohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad. Und keiner geht mal hoch, denn für sie bezahlt der Staat.